Da geht's in das Fürstentum Kosch. Hier ist der Steiger. Garage. Ein Stollen ist eingestürzt. Sie müssen schnell helfen gehen. Ogrim braucht euch. Ein Stolleneinsturz, in welchem Abschnitt? Wie groß ist der Geröllumfang? Gibt es Verwundete oder gar Stimme? Erzählt doch mehr. Ich habe nur Obermeister Ogrim getroffen, der mich zu euch schickte. Schnell, so eilt euch doch. Oh weh, zur Rettung, Kamerad. Viel Erfolg. Bogenbauer? Hammer und Pickel, das war wieder eine Arbeitsschicht. Ein Stollen ist eingestürzt. Ein Stollen ist eingestürzt. Ich muss schnell zur Hilfe kommen. Ogrim braucht euch. Was? Don und Doria? Ich mache mich sofort auf den Weg. Viel Glück. Grubenbauer Grandor. Ach, der steht hier. Grüße! Was gibt's? Ein Stollen ist eingestürzt. Ich muss schnell zur Hilfe ein. Ogrim braucht euch. Das ist ja schrecklich. Ich komme sofort. Hals und Steinbruch. Okay, Gladys hat einen Stufenaufstieg. Ein Punkt in Schlösser knacken, ein Punkt in Gassenwissen. Mit Hören und Etikette und da hat sie genau 0 Punkte noch. Gut. Armbrust hätten wir noch steigern können. Bogen ist bei ihr Maximum. Waffen und Schwerter sind auch Maximum. Okay. Ja, Aldesia, du kreuchst hier rum. Hier sind keine Wohnbezirke mehr. Und wir müssen noch mal hier hoch irgendwie. Hallo. Wer ist da? Ich kann euch kaum sehen. Ein Stollen ist eingestürzt. Schon wieder ein Stollen eingestürzt. Kaum sind 2 Jahre vergangen. Ich mache sie sofort auf den Weg. Viel Erfolg. So. Der eingestürzte Stollen. Kehre zum Unglücksstelle zurück. Ich sollte Ogrim aufsuchen, um zu sehen, ob er doch nicht meine Hilfe braucht. Sein eingestürzter Stollen ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Also ja, irgendwie muss ich doch da hochkommen. Oder nicht? Oder doch? Mal gucken. Nee, hier geht's nicht weiter nach oben. Das ist okay soweit. Der Stolleneinsturz ist ja auch da hinten irgendwo. Stimmt, da waren wir ja vorhin in dem Tunnel. Also ja, der Stolleneinsturz ist da unten. Gut, gucken wir mal, ob wir helfen können oder ob die Zwerge schon alles freigeräumt haben. Das sollte erst einmal reichen, um den Stollen zu sichern. Für heute jedenfalls. Wir sollten die Stützbalken in den nächsten Tagen mit 2 weiteren Tragkonstruktionen entlasten. Viel wichtiger wäre es, auch die anderen Anlagen auf Schäden zu untersuchen. Wer weiß, wo dieser Verrückte noch überall herumgesägt hat. Der Saboteur ist bestimmt nicht weiter in die Bergwerke eingedrungen. Er scheint sich nicht wirklich in die Tiefen zu wagen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Dieses Provisorium sollte vorerst halten. Wir haben viel Zeit, die anderen Tunnel zu kontrollieren. Leichtsinn!
Ein unvermittelter Erdstoß oder eine Unachtsamkeit mit einem Karren könnte die Stabilität gefährden. Willst du etwa die Qualität meiner Arbeit in Frage stellen? Meine Provisorien sind von Dauer. Wie könnte ich? Du bist der Ältere. Natürlich zweifle ich nicht die Standfestigkeit deiner Konstruktion an. Dann ist das Thema damit erledigt. Morgen prüfen wir die anderen Tunnel. Nun, natürlich. Du hast mehr Erfahrung bei so etwas. Gut, das Thema ist interessant gewesen. Na, da seid ihr ja. Habe ich für euch genug Arbeiter gefunden, das da mal abgewendet. Ich will nämlich gerne schauen, ob es hier noch Spuren der Sabotage gibt. Seid tausendfach bedankt. Wir haben alles abstützen können und die Verschütteten gerettet. Dabei ist uns dieser bunte Stofffetzen aufgefallen, der an einem Nagel kurz vor dem eingebrochenen Gangstück hing. Der Saboteur muss damit an dem Nagel hängen geblieben sein, als er die Stützbalken manipuliert hat. Hier nehmt ihn. Das spricht dann wohl leider eher gegen eure Freunde, nicht wahr? So bunte Stoffe habe ich zuvor nur bei der Gauklerin gesehen. Mhm. Ja, der Stofffetzen. Sprich Salina auf den Stofffetzen an. Ich muss mit Salina sprechen und sie fragen, woher dieser Kleiderfetzen stammen könnte. Oder ob es am Ende wirklich ihrer ist. Mhm. In dem eingeschossenen Stollen haben die Minenarbeiter einen Stofffetzen gefunden. Offenbar ist der Saboteur bei seiner Flucht an einem Nagel hängen geblieben und hat sich so verraten. Unglücklicherweise scheint der Fetzen aus einem von Salinas Kleidern zu stammen. Ein erdrückendes Indiz, aber ich glaube immer noch nicht, dass sie so etwas imstande ist. Irgendetwas ist hier faul und ich muss herausfinden, was, sonst droht ihr ein schlimmes Ende. Der eingestürzte Stollen. Zum Glück konnten genügend Minenzwerge zusammengetrommelt werden. Der Stollen ist stabilisiert und es droht keine Gefahr mehr. Folgt mir. So, eine Stufe in Armbrust. Dann hat sie schon wieder keine Erfahrungspunkte mehr. Was könnte ich dir geben? Eigentlich deine Zauber verbessern. Gerade Balsam und Clarum Purum. Müssten besser werden. Lass das mal vor Grimm machen. Ja, geben wir dir noch 2 Punkte. 3 Punkte Sinnesschärfe. Angrasch zum Gruße. Ja, gut. Gucken wir uns mal an, was wir so an Zeug haben. Der Stofffetzen wurde im sabotierten Stollen gefunden und einem Anschein nach passt er von der Art her zu Salinas Kleidern. Das erhält natürlich den Verdacht, aber ich sollte nicht vorschnell urteilen und erstmal Salina dazu befragen. So, das ist das Erste. Da haben wir den Assellock-Stoff. Flaschen mit sehr Sehnen und teuren Essenz, die es vermag, Asseln in Scharen herbeizulocken. Dieses Lockmittel wird ausschließlich in Kom gewonnen. Mhm. Diese lange rote Haarstelle lag neben dem vergifteten Bierfass, das für den ehrwürdigen Solgorax bestimmt war. Und sie scheint nicht aus dem Bart vom Wirt zu stammen. Ja. Schorbos Zeugenaussage. Hinter diesem Siegel steckt die Aussage des Zwergen Schorbos. Er wurde als unliebsamer Zeuge niedergeschlagen, als er den Einbruch bei Salina beobachtet hat. Durchaus ein Umstand, der für ihre Unschuld sprechen kann. Mhm. Angrams Zeugenaussage. Dieser Brief beinhaltet die Zeugenaussage Angrams. Als königliche Wache überwachte er Salina das Auftrittsverbot, das der König über sie verhängte, wobei ihre Gaskugel zerbrach und sie wegwarf. Die Scherben, die man am Tatort vorfand, waren also zur Tatzeit gar nicht mehr in ihrem Besitz. Und Grimwart. Dieser Brief bezeugt, dass Salina zur fraglichen Zeit gar nicht beim Stollen war. Sie hat stattdessen dem jungen Zwerg und seinen Freunden eine private Vorstellung ihrer Gauklerkünste dargeboren. Da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Okay, zurück zu Gerling, dann zu Salina und dann finden wir endlich mal Desias Zimmer. Und ja, ich will mir mit dem Prozess viel Zeit lassen, weil erstens erhöhen wir unsere Chancen zu gewinnen. Zweitens gibt das noch mehr Erfahrungspunkte. Und drittens will ich so viel wie möglich eigentlich mitnehmen. Ich will mal ein Quicksave machen, zwischendurch auch mal. Wäre nämlich schade, wenn das Spiel mal wieder abstürzen würde. Wir könnten ja auch mal so arrogant sein und das ja zu den Sachen befragen, die wir da so haben. Ich wüsste aber wirklich gerade gerne, wo ich Altessias Unterkunft gesehen habe.
ist euer Weg. Ja. Ja, gut. Warum haben wir jetzt Erfahrungspunkte bekommen? Wegen der Menschenkenntnis? Ich versuche mein Bestes. Lass das mal Vorgrim machen. Ja, Vorgrim kriegt einen Lebenspunkt. Ich selber könnte... Ne, ich kann keinen weiteren Lebenspunkt. Ich kann auch gerade meine Schwerter nicht steigern. Ich versuche mein Bestes. Also wir haben gerade eh nicht viele Punkte. Ich denke, dass ich inzwischen genug Indizien beisammen habe, um damit vor König Ramnus zu treten. Aber das wird alles andere als leicht. Vielleicht solltet ihr besser noch bei einigen Hinweisen nachbohren. Ich danke für euren Rat, Gerling. Mhm. Wie gesagt, ich weiß, dass irgendwo noch Aldesias Unterkunft war. War sie hier? Ich gucke jetzt doch mal hier nach. Auch wenn ich mir sicher war, dass hier oben einfach nur Kisten waren. Keine Unterkünfte mehr. Ja, hier waren nur die zwei Kisten. Und sonst nichts. Muss dann doch irgendwo in den Wohnbezirken gewesen sein, da drüben. Wir gehen nochmal hier hoch, aber hier gab es ja nicht wirklich was. Nee. Hier kommen wir zum Tempel und das war's. Eingang. Hier geht's wieder ins Fürstentum Kosch. Die Tür ist verschlossen. Hier geht's nur runter. Werkbank. Müssen wir doch nochmal hier hoch? Oder war das Salinas Gemach, was wir gefunden hatten, wo ich gemeint habe, da brauchen wir nicht reingehen? Ich hätte aber schwören können, ich hätte auch irgendwo die Tür zur Aldesias Gemach gesehen. Salina. Oh.
aber nein. Dann war das wirklich Salinas Raum. Den Weg.